Willkommen zurück und heute ist der letzte Fitness Friday fürs Jahr 2022. Dieses Mal schauen wir uns Übungen an, die ich selbst in meinen Alltag integriert habe und die du auch machen kannst, damit du im Jahr 2023 einen Knackarsch kriegst und dein Body so richtig genießen kannst. Dauert nicht lange und kann jeder. Das kann jeder durchziehen. Also da gibt es auch irgendwie keine Ausreden von wegen, ich habe aber keine Zeit, ich arbeite so viel. Ausreden gelten nicht, denn diese Übungen können innerhalb von 30 Sekunden bis 2-3 Minuten gemacht werden und ich nutze einfach die Zeit, in der ich sowieso normalerweise rumstehen würde. Starten wir zum Beispiel am Morgen. Ich mache erstmal 5 Minuten Stretching. Das hilft unglaublich viel und das tut meinem Körper richtig gut. Nach dem Stretching ziehe ich mich an und dann gibt es einen Kaffee. Also stehe ich an meiner Kaffeemaschine und drücke den Knopf, damit ihr was Schönes rauskommt. Und warte dann normalerweise eine Minute, bis der Kaffee aufgebrüht und durchgelaufen ist. Seit ein paar Wochen allerdings nutze ich die Zeit und mache ein paar Übungen, so wie diese hier, damit ich nicht einfach nur dumm rumstehe. Nachdem der Kaffee genossen ist, geht's ins Badezimmer. Ich putze mir natürlich die Zähne. Und statt jetzt einfach im Spiegel zu gucken, ob ich auch jeden Zahn einzeln geschrubbt habe, werden die Glutes aktiviert. Und der Arsch wird so richtig auf Vordermann gebracht. Als nächstes steht das Frühstück an. Auch hier kommen die Brotscheiben in den Toaster. Und das dauert jetzt ungefähr 1,5 Minuten, bis sie getoastet sind. In der Zeit werden weitere Übungen gemacht. Ob es jetzt Lunges sind oder irgendwelche Kniebeuge mit Armen benutzt. Tob dich aus und beweg dich. Oder wenn du am Nachmittag den Geschirrspüler ausräumst, kannst du auch Gabel, 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 Messer, Messer, Messer alles reinlegen in die Schublade. Bis innerhalb von 2 Minuten fertig. Oder du sortierst erst die ganzen Gabeln ein und dann wird ein Push-Up gemacht. Dann sortierst du die ganzen Löffel ein, der nächste Push-Up wird gemacht. Das sind ganz kleine Übungen, die du in deinen Tag verteilen kannst, um einfach fitter zu werden. Und als letzte Übung, die man jederzeit machen kann, ich könnte sie selbst jetzt machen, oder ich mache sie selbst jetzt, ja, stelle ich einfach mal ab und zu mal in die Zehenspitzen hoch und runter, hoch und runter. Sieht vielleicht ein bisschen witzig aus, aber das hilft. Das hilft, ich sag's euch. Also am nächsten Tag merkst du direkt den Unterschied. Das waren jetzt kleine Tipps und Tricks, wie du dich im Alltag bewegen kannst. Und ich hoffe, 2023 wird fitnessmäßig volle Kanne durchgestartet. Ja, falls ihr das Video cool fandest, lass einen Daumen hier und abonniere mich, weil nächstes Jahr geht's erst richtig los. Ansonsten, guten Rutsch, bye!